Das größte Drama in der Fortnite-Geschichte, Freunde. Ein Epic Games-Mitarbeiter hat aus Rache das Event geleakt und die Leaks gehen gerade auf Social Media herum. Genau das werden wir in diesem Video besprechen und tatsächlich gibt es krasse Spoiler gerade überall auf Instagram, Twitter, TikTok. Deswegen müsst ihr sehr krass darauf achten, wenn ihr natürlich nicht gespoilert werden wollt, was im Final-Event von Kapitel 3 passiert. Und diese Leaks sind tatsächlich auch echt. Denn davor gab es einen Leaker namens Peku oder ein Peku, der dann Konzepte erstellt hat oder Fake-Leaks erstellt hat, um die gesamte Fortnite-Community zu verarschen. Ich kann euch mal einige davon einblenden, aber die sind auch tatsächlich Fake und nur ein Konzept von ihm, die aber mega nice gemacht sind und die halt nur seine Vermutung quasi darstellen sollen. Die wurden als Fake betitelt und dann auch wurden als Fake festgestellt, aber die neuesten Leaks sind echt und die sind mega gefährlich und verraten sehr viel zum kommenden Event. Unter anderem wurden sehr frühe Epic Games Konzepte zu dem Event selber gefunden und geleakt, die wurden gepostet, also was sich Epic Games vorgestellt hat und wie sie an diesem Event arbeiteten oder wie sie das Event entwickelten. Danach wurden eine Menge Voice Lines und Audio vom Event geleakt, unter anderem Musik oder auch Charaktere, die dabei sprechen. Danach wurde auch zum Beispiel einiges zu den Map-Änderungen gefunden, der Kapitel 4 Season 1 Name wurde geleakt und auch einige Map-Änderungen, aber die sind halt nicht so krass und verraten nicht, wie die Map aussieht. Also ihr merkt schon, Freunde, diese Leaks sind wirklich massiv und wir hatten noch nie so einen krassen Event-Leak. Es gab immer Kleinigkeiten und immer einen Fehler von Epic Games, aber noch nie so etwas, weil dieser Epic Games-Mitarbeiter quasi einen Key hat, womit er Zugang zu diesen Event-Dateien bekommen hat. Mega komisch und sehr gefährlich für alle Leute, die sich natürlich nicht spoilern lassen wollen, weil vermutlich ist es das größte und epischste Event, was wir jemals bekommen werden. Und dabei gibt es auch einige Leaks, die jetzt sehr harmlos sind, aber eher Fußball betreffen, weil wir in den nächsten Wochen auch zum Beispiel ein Website-Event bekommen werden namens FFC Academy. Dabei könnt ihr vom 1. bis zum 8. Dezember 3 Spiele auf der Kreativmodus-Insel der Fortnite Academy spielen, um ein bestimmtes Spray zu erhalten, was in den letzten Updates geleakt wurde. Diese Website und dieses Event ist noch nicht aktiv und gerade gibt es nur diese Version in einer anderen Sprache, also müssen wir auf die offizielle Ankündigung noch diese Woche warten. Zudem wurde die URL, also der Link quasi zu dieser Website geleakt, den findet ihr unten in der Videobeschreibung und darauf könnt ihr dann klicken, wenn das Ganze läuft. Neben diesen ganzen Event-Leaks hat auch der Leaker oder dieser Epic Games-Mitarbeiter quasi weitere Leaks zu dieser Fußball-Academy gepostet. Unter anderem wird LeBron James einen Fußball-Skin bekommen, obwohl er ein Basketballspieler ist. Er wird dann unterschiedliche Stile haben, ist ein sehr langweiliger Recolor und ein Reskin von seinem Original-Skin. Sah für mich erstmal fake aus, ist leider aber echt. Also ich sag auch wirklich leider, weil der Skin nicht geil ist. Er sieht gar nicht cool aus, ist einfach nur grün. Und es passt halt nur gerade zur WM. Dann wurde aber auch geleakt, dass Chloe Kim, eine Snowboarderin, die auch zum Beispiel eine Kooperation in Fortnite hatte, eine weitere Fußballvariante bekommen wird. Genauso wie LeBron James. Also sehr komisch. Die versuchen mehrere Sportarten quasi mit Fußball zu verbinden und weitere Versionen von diesen Sets wieder zum Itemshop zu bringen. Und da hört es nicht auf, Freunde, denn laut einem Insider-Leaker, der auch gestern Zugang zu Eventdateien hatte, werden Neymar Jr. und The Grafk beide auch solche Skins in naher Zukunft erhalten. Wie gesagt, mit dieser Fußball-WM und dieser Fußball-Fortnite-Academy. Das wird wohl The Grafks Ankündigung zum Ende vom Monat sein, was er vor einigen Wochen auf Twitch sagte. Finde ich auch ein bisschen schwach, aber naja, was soll's, Freunde. Wird uns wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen erwarten und ist momentan sehr wahrscheinlich verschlüsselt. Im Itemshop ist jetzt auch das neue Spin-Paket von Radish da. Für 2500 V-Bucks gibt es wirklich zum ersten Mal zwei Skins und eine Menge Items. Wenn wir uns den Rest anschauen, gibt es hier wieder mal die bekanntesten Items, also die wir alle schon mal gesehen haben. Und die Fußball-Skins sind auch noch da. Schlüffel-Legenden-Paket ist auch zurück, Freunde, falls euch das interessiert. Aber tragt gerne meinen Itemshop, im Itemshop meinen Supporter-Creator-Code LightSky10 ein. Denn der hält dann auch, wenn ihr ihn jetzt einträgt, bis Chapter 4. Und ich weiß, dass die meisten von euch den Battle Pass holen werden. Also, Dankeschön für den Support.
Und machen wir mal weiter mit einem weiteren Leak zum Event. Denn wir haben noch 5 Tage bis zum Event, aber einiges wurde enthüllt. Ich werde nicht die krassesten Sachen zeigen, zum Beispiel die Voice Lines, die verraten sehr viel, was im Event passieren wird. Aber ich werde nur den Titel der nächsten Season oder des nächsten Kapitels erwähnen und ein Bild zu den Map-Änderungen in Anführungsstrichen. Der Name von Kapitel 4 Saison 1 lautet nämlich Reforged oder umgeformt. Also da kann man viele verschiedene Übersetzungen nehmen, aber das war schon erwartet, weil Fortnite dieses Reforge sogar im Neuigkeiten-Tab erwähnt hat. Also werden wir wahrscheinlich in der Lage sein, Aufgaben zu erledigen oder Sachen zu machen, um die Map selber zu bauen. Dann wurde jetzt auch geleakt, dass Kapitel 4, also die Chapter 4 Map, tatsächlich noch viel von der Chapter 3 Map haben wird. Also die einzelnen Stücke oder fliegenden Inseln vielleicht werden dann noch auf der Chapter 4 Map enthalten sein. Und der letzte Leak ist nochmal sehr, sehr, sehr komisch. Wir wissen es nicht, also wir wissen nicht genau, was das darstellen soll. Aber es scheint eine Schneelandschaft zu sein, die dann im Event irgendwie vorkommen wird. Oder weitere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel fliegende Inseln, die wir dann im Event oder auf der Chapter 4 Map sehen werden. Also ihr seht, Freunde, das sind noch die harmlosen Leaks, aber die verraten auch wirklich einiges. Trotzdem achtet auf weitere Sachen, Freunde, denn die Konzepte verraten zum Beispiel das Highlight vom Event. Es gibt noch ein Leak zu der Downtime, zu dem Downtime-Bildschirm nach dem Event, aber der hat sich als Fake herausgestellt und ist nur ein Konzept von einem Konzeptersteller auf Twitter. Hier seht ihr den neuesten Event-Teaser, Freunde. Jetzt haben wir Mancake und Guff. Ob das wichtige Charaktere sein werden, keine Ahnung, aber die scheinen mehrere Charaktere zu nehmen. Und wieder mal schwebt dieser Charakter im Weltall, während wahrscheinlich unter ihm Realität 0 zerstört wird, genauso wie es bei Mancake war. Viel wird nicht verraten, wieder mal spielt das Weltall eine Rolle und die Beschreibung des Event-Teasers lautet: Ein hellerer Tag oder ein schönerer Tag liegt direkt am Horizont und genießt das Paradies, solange es noch andauert. Ja, das ist so die ungefähre Beschreibung. Aktuell ist die deutsche Übersetzung noch nicht draußen. Wie gesagt, mehr kriegen wir eigentlich nicht mit, aber in den nächsten Tagen können wir noch mehr davon erwarten. Vor allem heute um 20 Uhr sollte es noch ein TikTok-ähnliches Video dazu geben. Dann gibt es den Leak von iFireMonkey, dass es so scheint, dass Epic Games an einem neuen Cosmetic-Set mit dem Codenamen Sharpfang arbeitet. Also die deutsche Übersetzung kann ein bisschen variieren. Im Moment ist nicht viel dazu bekannt, aber in den Dateien für Yone die Rote existiert eine FX-Texturdatei für diese Spitzhacke, für eine Spitzhacke unter diesem neuen Codenamen. Und leider wissen wir halt nicht mehr. Und apropos Yone die Rote, ihr Set wurde endlich entschlüsselt und wir haben den ersten Einblick auf ihre anderen Items, die im Crewpack-Blogpost nicht gezeigt wurden. Also wirklich mega Drama gerade, dass 6 Tage vor dem Event mitten in der Nacht ein Epic Games Mitarbeiter sich dazu entschieden hat, die ganzen Leaks zu posten, ist schon ein bisschen eklig und kann für einige das Event ruinieren. Aber ich hoffe, ihr achtet darauf, ich hoffe, ihr werdet nicht gespoilert. Wir sehen uns im nächsten Video, lasst ein Like da, Abo nicht vergessen und ciao.